was den Badmintonsport angeht, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch bei den sogenannten Grand Prix-Turnieren. Die Salolux Open, die Bitburger Salolux Open, auch in diesem Jahr wieder ein Sammelbecken internationaler Stars. Eine Woche lang wurde gespielt. Heute der Finaltag mit deutschem Erfolg und Stefan Hauch. Souverän und konzentriert, das sind die beiden Adjektive, die den Weg von Juliane Schenk ins Finale der Badminton-Bitburger Open am besten kennzeichnen. Ihre Gegnerin Yu Hirayama, von außen schwer einzuschätzen, aber für Juliane Schenk keine Unbekannte. Sie hat schon ein paar Mal gegen die 24-Jährige aus Tokio gespielt. Der Anfang gleich mit einer kleinen Enttäuschung aus der Sicht von Juliane Schenk. Die beiden ersten Punkte gingen an Yu Hirayama. Dann lief's besser. Juliane Schenk hatte ihren Rhythmus gefunden und zog mit der Japanerin gleich und auch gleich davon. 19 Minuten dauerte dieser erste Durchgang und in der Mitte souverän der Vorsprung von Juliane Schenk. Deutschlands Nummer 1, souverän, gut, sehr gut, aber nicht ohne Fehler. Im Gegensatz zu früher aber kann Juliane Schenk mit solchen kleinen Fehlern umgehen, korrigiert sich unmittelbar danach und findet dann wieder den Anschluss. Das Spiel der 26-jährigen Sportsoldatin überzeugt vor allem durch Kondition, durch Physis und durch die Möglichkeit, damit ihre Gegnerinnen mürbe zu machen. So lief's auch im zweiten Satz. Spielzeit 36 Minuten und bei 20:10 machte Juliane Schenk alles klar. Und auch der Matchball wieder symptomatisch und stellvertretend für die ganze Art und Weise, wie dieses Finale lief. Juliane Schenk wartet ruhig, bis die Gelegenheit günstig ist, überstürzt nichts, nutzt dann ihre Chance, das Match zu beenden. Glückwunsch an Juliane Schenk, Siegerin der Bitburger Badminton Open 2009. Und im nächsten Jahr wird das Turnier möglicherweise noch größer. Wir haben uns sehr gefreut, dass der Weltverband uns diese Sonderoption eingeräumt hat und gesagt hat, dann ist auch gewährleistet, dass die frisch gebackenen Weltmeister noch dieses Turnier hier in Saarbrücken mitnehmen. Ist ja, die Nähe ist ja, spricht ja dafür. Und somit glaube ich, gute Voraussetzungen zu haben, vielleicht den Weltmeister im Herren-Einzel hier zu haben. Und das bedeutet, im kommenden Jahr soll das Saarbrücker Turnier 3 Tage nach den Weltmeisterschaften in Paris Ende August stattfinden. Dann kommen alle Großen ins Saarland und dann wird man vielleicht wieder Juliane Schenk erleben, auch wieder ganz oben auf dem Treppchen. Wir erleben Juliane Schenk zumindest mal hier in der Sportarena. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg, ihr erster Einzelsieg bei einem Grand Prix-Turnier. Ich sag mal, war es so einfach, wie es ausgesehen hat? Oder bin ich nur wieder laienhaft? Nee, ich denke, es war schon harte Arbeit. Also ich wusste, dass die Japanerin auch ihre Stärken hat und auch konditionell sehr stark ist. Und man hat auch im ersten Satz gesehen, dass es durchaus sehr ausgeglichen war. Und ich aber da schon das glücklichere Ende und bessere Ende für mich hatte. Und so im zweiten Satz eigentlich auch meiner Strategie treu geblieben bin. Und dass das dann so aufgegangen ist, macht mich natürlich super glücklich. Vor allen Dingen muss man sagen, Sie halten Ihre Form. Platz 5 bei den Weltmeisterschaften vor, ich sag mal, 4 Wochen, dann nochmal in Macau ein großes Turnier gespielt, auch sehr erfolgreich und jetzt hier. Sie sind ganz oben angekommen in der Weltspitze. Ja, also ich sag mal, die WM war für uns so der Saisonhöhepunkt. Da haben wir uns sehr lange darauf vorbereitet und mit dem 5. Platz, es war mit eines meiner besten Resultate in meiner Karriere. Und jetzt vor heimischem Publikum die Bitburger Open zu gewinnen, das war natürlich auch immer schon mein Traum. 2007 war es der 2. Platz, im letzten Jahr der 3. und jetzt konnte ich ganz oben stehen. Sie haben sich mit einer Saarbrückerin immer den Streit geliefert um die Nummer 1 in Deutschland, mit Xu Baiwen, hier aus Büschmisheim, die jetzt ja ihre internationale, nationale Karriere beendet hat. Sie sind die unangefochtene Nummer 1 in Deutschland. Wie geht man damit um, wenn man auf internationalen Turnieren jetzt spielt? Ja, im Endeffekt war die Leistungsentwicklung immer Schritt für Schritt, dass es nach vorne ging. Wo Baiwen in der Zeit noch in Deutschland gespielt hat,
war es auch am Ende sehr, sehr ausgeglichen sehr gut, zwischen uns beiden. Ja. Wir haben uns immer sehr tolle Kämpfe geliefert. Und ja, dass ich jetzt die neue Nummer 1 bin, ich denke, dass ich da auch in große Fußstapfen trete. Aber wie man sehen konnte, dass ich auch an die Erfolge, die YWN für Deutschland geholt hat, auch anknüpfen kann. Und ich denke, dass ich für mich persönlich auf einem sehr, sehr guten Weg bin. Wie erklären Sie sich Ihre eigene Leistungsstärke im Moment? Als deutsche Spielerin international so weit oben zu spielen, ist aus meiner Sicht außergewöhnlich. Mhm. Ja, ich denke, dass ich jetzt aktuell sehr viele Erfahrungen, sehr viele Jahre auf dem Niveau schon gespielt habe, dass jetzt ein Stück weit die persönliche Reife kommt, die Erfahrung eine ganz entscheidende Rolle spielt, weil ich mit Sicherheit auch in den vergangenen Jahren schon sehr viel Lehrgeld zahlen musste. Aber ich jetzt in dieser Position bin und natürlich mein Leistungspotenzial immer mehr ausschöpfen kann in den Turnieren. Und das zeigen die Ergebnisse und das lässt mir auch zuversichtlich in die Zukunft blicken. Was ist eigentlich im internationalen Badminton wichtiger, jetzt die Bundesliga hier im Lande oder diese internationalen Turniere? Eine Mischung aus beiden. Ich denke, die Bundesliga ist auch immer sehr wertvoll, weil man immer den aktuellen Trainingsstand abrufen sollte, um zu gucken, wo stehe ich. Die internationalen Turniere haben natürlich auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert für uns. Und da versucht man natürlich, die Wettkampfplanung entsprechend so geschickt zu gestalten, dass man in der Bundesliga natürlich auch seine Top-Leistung bringen kann, aber auch immer mit einem Auge auf die internationalen Wettkämpfe guckt, wo es dann um die Weltranglistenpunkte geht, um sich entsprechend vorne einzuspielen. Bundesliga, das ist immer der Zweikampf, im Moment jedenfalls zwischen Berlin und Saarbrücken, das heißt auch zwischen Ihnen und den Saarbrücker Spielerinnen. Wer gewinnt denn in diesem Jahr? Also ich bin zuversichtlich, dass wir auch wieder eine schlagkräftige Truppe zusammen haben. Mit Sicherheit wird auch Bischmisheim wieder seine Rolle spielen in der ganzen Geschichte. Dennoch denke ich auch, dass Bonn eine leistungsstarke Truppe hat. Und von dem her hoffe ich, dass wir in die Playoffs kommen und dann ein offenes Rennen, wer nachher die Meisterschaft holt. Ich denke, im vergangenen Jahr war es sehr, sehr knapp. Und in diesem Jahr werden wir auch wieder alles daran setzen. Nochmal vielleicht ein Blick nach vorne. Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Sie waren zweimal bei Olympia dabei, viermal bei Weltmeisterschaften. 26 Jahre alt, also quasi noch ein Jungspund. Wäre der Titel da mal drin in den nächsten Jahren? Ich hoffe es. Also die vergangenen Leistungen haben gezeigt, dass da auf jeden Fall das Potenzial da ist. Wie jetzt zum Beispiel der 5. Platz bei der Weltmeisterschaft, so knapp an der Medaille vorbei. Und ich denke, dass meine besten Jahre jetzt noch kommen. Mit 26 bin ich noch verhältnismäßig jung. Und solange der Körper mitspielt und man verletzungsfrei bleibt, bin ich sehr optimistisch, dass da die ein oder andere Medaille auf den Top-Turnieren geholt werden kann. Ich darf Ihnen sagen, mit 26 sind Sie noch sehr jung. Und wir drücken die Daumen. Wir werden Sie auch gerne wieder sehen in der Bundesliga. Die Sportarena Trinkflasche. Und danke für den Besuch, Juliane Schenk, danke, die frisch gebackene Siegerin der Bitburger Open. Und vielleicht dafür nochmal einen kleinen Applaus.